So, hallo zusammen zu Kapitel 9 des Grundkurses der funktionalen Analyse. Wieder einen kleinen Abstand zu Kapitel 8. Das ist dem geschuldet, dass das Semester jetzt so angefangen hat und man sich da erstmal wieder so ein bisschen eingrooven muss. Weil wie gesagt, es werden wahrscheinlich doch regelmäßig Videos kommen können zu diesem Thema, weil ich einfach ganz gut vorgearbeitet habe in den Semesterferien. Und dementsprechend vieles jetzt nur noch abdrehen muss, in Anführungsstrichen. Ja, was machen wir heute? Der Titel ist da so ein bisschen nichtssagend, sage ich mal. Wir wollen irgendwie Integralkonstruktion betreiben und das durch Fortsetzung. Da wäre man bei dem Titel wahrscheinlich noch selbst drauf gekommen. Was meint durch Fortsetzung? Naja, wir hatten in Kapitel 8 ja so ein einfaches Fortsetzungsprinzip gezeigt, nämlich den Satz 8.4. Den gucken wir uns doch auch direkt nochmal an. Bin natürlich bestens vorbereitet, nicht. Was sagt er denn? Er sagte aus, wenn wir einen normierten Raum x haben und y einen vollständigen normierten Raum und wir nehmen uns einen Teilraum von x und dann irgendeinen stetigen linearen Operator von diesem Teilraum auf den Banachraum, dann kann ich genau eine stetige Fortsetzung konstruieren auf den Abschluss des Teilraums, also sozusagen eine Fortsetzung auf den Rand, die linear und normerhaltend ist. So, und dieses Fortsetzungsprinzip, das wollen wir jetzt sozusagen rüberziehen und damit Integrale konstruieren. Das ist so die grobe Idee, auch wenn man sich da überhaupt nichts unter vorstellen kann. Insbesondere bekommen wir auf diese Art und Weise nochmal eine Charakterisierung des Lebesgue-Maßes. Das ist sozusagen das Highlight, das kommt dann ganz am Ende. Das Problem ist, das Highlight ist ein bisschen verdeckt, und zwar von dem technischen Kram drumherum. Also dieses Kapitel hat einen Vorteil, wir müssen wenig beweisen, aber wir werden viel konstruieren, sage ich mal so. Beweise hat das Kapitel, glaube ich, wirklich nur zwei. Von daher schauen wir mal. Wir werden jetzt zunächst einmal, um auf die Idee der Integralkonstruktion zu kommen, so wie wir sie brauchen, ein bisschen Algebra betreiben. Insbesondere werden wir uns jetzt erstmal mit Ringstrukturen oder mit ein bisschen weniger als Ringstrukturen befassen und dann erstmal ein bisschen was für diese zeigen. Und wenn wir das haben, dann können wir mal versuchen, auf diesem Präring Maßtheorie zu betreiben, mittels sogenannter Inhalte. Das werden wir dann mit ein paar Beispielen illustrieren, eins davon sehr anschaulich, eins davon ein bisschen theoretischer, aber von recht großer Bedeutung. Und dann können wir uns darüber schon elementare Integrale definieren. Daraus werden wir dann Schritt für Schritt das Lebesgue-Maß ziehen. Das Ganze wird so 3 bis 4 Teile haben, von denen wahrscheinlich nicht jeder gleich spannend ist. Es ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr abstraktes Kapitel. Wir werden jetzt nicht irgendwo so eine riesen Überraschung erleben, wo man dann plötzlich Sachen mit ausrechnen kann, aber wir werden einen gewissen Einblick in die Struktur von Integralen bekommen, die eigentlich ganz nett ist, wenn man das so als Sicht auf die Linearform einnimmt. Gut, nach diesem etwas längeren Überblick, als ich eigentlich gedacht hätte. Ja, fangen wir einfach mal an mit der Definition 9.1. Ich habe gesagt, wir wollen uns beschäftigen mit Ringen, beziehungsweise mit etwas weniger als Ringen. Ja, und etwas weniger, das ist so eine Vorstufe vom Ring. Und deswegen nennen wir das, was wir jetzt definieren werden, auch ein Präring. Was brauchen wir? Wir brauchen irgendeine Menge Omega. Und ein Teilmengensystem P. Das ist eine Teilmenge der Potenzmenge. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist eine Teilmenge der Potenzmenge von Omega. Also irgendein System von Teilmengen über der Grundmenge Omega. Wobei das eben nicht das gleiche P sein muss. Ne? Also das ist irgendwas da drin. Aber es muss nicht zwangsweise die ganze Potenzmenge sein. Man kann das natürlich ohne weiteres zulassen. Aber es geht auch kleiner. So. Dieses P hier, ich versuche das handschriftlich immer mal so abzusetzen, das heißt Präring. Ein
wenn wir im Wesentlichen so eine Abschlusseigenschaft bezüglich Differenz haben, aber nicht ganz eine Abschlusseigenschaft, sondern etwas schwächere Eigenschaft. Also falls für zwei Mengen A, B, die in diesem Mengensystem P liegen, die Differenzmenge, also die Menge A ohne B, sich irgendwie schreiben lässt als endliche disjunkte Vereinigung von Mengen aus P. Das heißt, wenn ich mir zwei Mengen aus P rausnehme und ich bilde die Differenz, dann nehme ich mir halt endlich viele andere Mengen aus P, die alle disjunkt sind, und damit kann ich dann die Differenz als Vereinigung schreiben. Das ist gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Das ist eigentlich eine relativ natürliche Geschichte. So was Ähnliches kennen wir ja aus der Sigma-Algebra. Ja, und das System, das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt eine Stufe drüber sozusagen, das System aller endlichen disjunkten Vereinigungen. Also unabhängig davon, ob die irgendeine Menge darstellen aus diesem Präring. Wir nehmen einfach alle endlichen disjunkten Vereinigungen aus dem Präring raus, unabhängig davon, was für eine Differenz die jetzt darstellen. Und das bezeichnen wir mit R von P. So, das ist sozusagen die grundlegende Definition, die wir sozusagen haben. Und jetzt müssen wir uns quasi überlegen, wie kann ich so eine Menge P über irgendeine Menge Omega geeignet zerlegen in einem Sinn, der hinterher für die Maßtheorie passt. Das ist jetzt alles aus dem Stand heraus etwas theoretisch. Wenn man hinterher aber das ganze Kapitel gesehen hat und nochmal zurückreflektiert, was wir im Einzelnen gemacht haben, dann ergibt hoffentlich jeder Schritt ein bisschen mehr Sinn, als er das jetzt so auf den ersten Blick tut, weil wenn man es das erste Mal sieht, es fällt irgendwo vom Himmel. Deswegen gucken wir uns jetzt mal ganz handzahm die Definition 9.2 an. Und zwar gucken wir uns an, ein System P, irgendwelcher Teilmengen über einer Menge Omega. Das ist sozusagen unser Grundsetting. Und jetzt sagen wir, dieses System P besitzt die sogenannte Zerlegungseigenschaft. Das ist so eine Sprechweise, die in der Mathematik häufiger mal vorkommt. Da gibt es mehrere Beispiele. Zum Beispiel eben diese Zerlegungseigenschaft. Es gibt aber auch noch in der Numerik eine Approximationseigenschaft von einer Menge und so weiter. Also wenn man halt sagt, P besitzt die Zerlegungseigenschaft, dann steht das immer stellvertretend für irgendeine Definition, die man damit abkürzen möchte. Das ist der Sinn dahinter. Und zwar besitzt P die Zerlegungseigenschaft, wenn zum einen die leere Menge in dem System drin liegt und zu Mengen. Und jetzt wird es ein bisschen indexwütig, sage ich mal. Und zu Mengen A1. Punkt, 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 AR aus P existieren disjunkte Mengen C1 bis CS aus P. Ja, so dass jedes AJ kann. Das müssen wir jetzt so ein bisschen vage schreiben, weil sonst quantifiziert man sich da einen Wolf. Kann als disjunkte Vereinigung, aber das ist jung, können wir eigentlich weglassen, das ist nicht ganz so wichtig, als disjunkte Vereinigung, ja, gewisser Mengen C, K beschrieben werden. Das heißt, wenn ich mir so eine beliebige Menge oder so ein beliebiges Teilsystem sozusagen rausgreife, dann finde ich in meinem System Mengen, sodass ich jede dieser Mengen als Vereinigung irgendwelcher Mengen hier drin darstellen kann. Wer schon mal sich mit Topologie so ein bisschen beschäftigt hat, das ist so fast eine Basis von diesem Teilsystem. Also wenn ich das hier nehme, ist das fast eine Basis dieses Teilsystems. Gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, ist aber nicht ganz das gleiche. Das ist auch kein schwieriges Konzept. Das werden wir jetzt mal einmal kurz sehen. Wir nehmen uns mal einmal ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen zwei Mengen.
mit nicht leerem Schnitt, damit wir auch sehen, was passiert. Sowas hier zum Beispiel. Und jetzt soll es einfach gewisse CKs geben, die das Ganze hier komplett überdecken. Das heißt, wir finden hier so Mengen C1, C2, die sollen jetzt angedeutet disjunkt sein. Also da bitte jetzt nicht ganz so zeichnerisch drauf bestehen, weil das ist halt immer ein bisschen krumm. So, jetzt schließen wir das hier quasi ab. Also, das liegt jetzt sozusagen direkt hier drauf. Das ist C5, dann alles hier drin. Das ist C6 und dann gibt es hier nochmal so Mengen C7, C8, C9, C10. Und so kann man sich das dann ungefähr vorstellen. Das heißt, wenn ich hier so A1, A2 habe, dann kann ich A1 schreiben als disjunkte Vereinigung dieser sechs Mengen. Und zwar 2 kann ich schreiben als disjunkte Vereinigung dieser Mengen hier. Und das C6 brauche ich halt in beiden drin. Das heißt, das muss ich halt in diese Menge Cs mit aufnehmen. Und das ist sozusagen der Grundgedanke dahinter. Es ist also wirklich formaler quasi im Ansatz, als es dann im Bild hinterher ist, wenn man sich das mal konkret aufschreibt. So, jetzt hatten wir einen Präring, jetzt müssen wir uns noch irgendwie einen Mengenring basteln, damit das hinterher in der Theorie konsistent ist. Und dieses System R von P, also das System aller endlichen disjunkten Vereinigungen von so einem Präring, das heißt jetzt Ring von Mengen. Ring von Mengen. Ja, falls Folgendes gilt. Wenn ich A und B habe, als Mengen in dieser Menge aller endlichen disjunkten Vereinigungen über P, dann ist auch A geschnitten B, A vereinigt B und die Differenz A ohne B. Warum auch immer ich die Klammer gemacht habe, ist automatisch auch in R von dem System P. Das ist also ein Ring von Mengen. Gut. Und jetzt kommt der erste Beweis und eigentlich der vorletzte damit dieses Kapitels, weil den Rest werden wir konstruktiv machen und uns eventuell begründen, aber da ist nicht mehr wirklich viel, was man beweisen muss. Aber jetzt wollen wir mal so ein paar Äquivalenzen für Präringe, Ringe und Zerlegungseigenschaften haben, die diese Begriffe in Beziehung setzen, weil bis jetzt stehen sie halt einfach da. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, was hat zum Beispiel diese Zerlegungseigenschaft mit einem Mengenring zu tun und so weiter. Ne? Und das ist halt so eine typische Äquivalenzaussage. Wir nehmen uns eine Menge Omega, dann so ein System von Teilmengen. System von Teilmengen über der Menge Omega. Ja, und unter diesen recht allgemeinen Voraussetzungen sind äquivalent, dass P ein Präring ist, dass R von P ein Ring von Mengen ist, und dass die Menge P die Zerlegungseigenschaft besitzt. Ja. Und das müssen wir jetzt zeigen. Das werden wir nicht ganz ins Detail xen, aber wir werden halt genug Informationen sozusagen geben, um halt sauber sagen zu können, das ist bewiesen. Ja, wie beweisen wir den Satz bzw. das Lemma? Das ist eine Äquivalenzkette. Das heißt, man macht es am besten per Ringschluss. So, fangen wir einfach mal an mit A nach B. Also, Definition des Prärings. In P kommen nur disjunkte Vereinigungen vor. Das heißt, es genügt zu zeigen, R von P ist gegen Differenzbildung abgeschlossen. Weil der Rest ist sowieso schon drin, weil in P eben nur disjunkte Vereinigungen von Mengen vorkommen. Das heißt, in R von P kann ich das dann automatisch rüber retten. Das ist so die Idee dahinter. Gegen Differenzbildung abgeschlossen. Ja, und das zeigen wir jetzt im Wesentlichen mit einer Induktionsvariante. Aber wir machen das halt so ein bisschen informell. Wir machen jetzt nicht Induktionsanfang, Induktionsschritt, sondern wir sagen einfach, wie man das induktiv fortführen kann. Also nehmen wir uns AK raus.
Es sei ein AK für K gleich 1 bis N und BL für L gleich 1 bis J gegeben. Und zwar natürlich in P. So. Was gilt jetzt automatisch sozusagen? Es gilt, wenn ich die AKs disjunkt vereinige und davon die BJs disjunkt vereinigt abziehe sozusagen, also davon die Differenz bilde, dann kann ich hier das erste B rüberschmeißen, weil die sind ja an sich schon disjunkt. Das heißt, das ist das gleiche wie die Vereinigung disjunkter Mengen k gleich 1 bis n, ak ohne b1 und das dann ohne die Differenz, beziehungsweise ohne die Vereinigung, die disjunkte Vereinigung von L gleich 2 bis J, BJ. Das heißt, wir können hier quasi so immer ein BJ oder ein BL, sagen wir so, können wir rüberschmeißen. Das heißt, induktiv folgt dann damit, dass das hier oben, also die disjunkte Vereinigung K gleich 1 bis N, AK ohne die disjunkte Vereinigung L gleich 1 bis J, BJ, BL, das ist das gleiche, als wenn ich die disjunkte Vereinigung betrachte von k gleich 1 bis n über ak ohne den Schnitt mit L gleich 1 bis J über BL. Ja, warum steht der Schnitt da? Naja, ich ziehe natürlich hier eine Differenz raus. Das heißt, wenn ich hier eine Differenz rausziehe aus der Vereinigung, dann muss ich nach dem Morgen hier schneiden. Das ist eine ganz einfache Folgerung. Wie gesagt, das zeigt man jetzt mit einem formalen Induktionsbeweis und dann folgt natürlich sofort, okay, das war alles in P, das heißt die disjunkten Vereinigungen und die Differenzen waren in R von P und das ist auch wieder in R von P, also ist R von P unter Differenzbildung abgeschlossen. Na, also daraus folgt B. Gut. Ja. Jetzt gucken wir uns mal von B nach C an. Das heißt, wir nehmen jetzt an, wir haben so einen Ring von Mengen über einem System P, dann muss P die Zerlegungseigenschaft besitzen. Joa, dazu nennen wir mal n die Anzahl der gegebenen beliebigen Mengen aus P. Aus P. Und jetzt wollen wir im Wesentlichen da auch wieder eine Induktion drüber lagen. Und das ist klar, wenn wir nur eine Menge gegeben haben, dann ist die Zerlegungseigenschaft klar. Also dann haben wir es auf jeden Fall, weil wir ja einen Ring haben. Das heißt, das ist unter den ganzen Dingern, unter den ganzen Operationen abgeschlossen. Also für n gleich 1 ist die Aussage klar. Schreibt man sich einmal hin, ist nicht problematisch. So, was bleibt zu zeigen? Ja, wenn ich B1 bis BK disjunkt in P habe. Aber es geht ja um das System P, das die Zerlegungseigenschaft haben soll. Und BK plus 1, das ist jetzt die weitere Menge. Das ist also sozusagen das, was jetzt im Induktionsschritt dazukommt. Also eine weitere beliebige Menge in P. Ja, dann muss es irgendwelche D1 bis DM geben. In dem P drin, also in dem System P drin. Ja, so dass BJ die disjunkte Vereinigung ist. Ja, von was? Von irgendwelchen DP. Also gewisser DP. Und zwar für jedes J von 1 bis K plus 1. Das ist sozusagen jetzt der Induktionsschritt. So, und dazu bilden wir jetzt ein paar Mengen. Und zwar 2k Stück und die sind disjunkt nach Konstruktion. Bilden die 2k disjunkten Mengen. Ja, welche sind das? Das ist B1 geschnitten BK plus 1. Das ist nach Konstruktion definitiv disjunkt. Zu B1 ohne BK plus 1. Ne, die beiden sind dann offensichtlicherweise disjunkt. Ja, und das mache ich jetzt quasi für jeden Index. Das heißt, ich mache dann B2 geschnitten BK und Quatsch, BK plus 1 muss hier schon stehen.
und dann B2 ohne BK plus 1. Das heißt, diese neue Menge schneide ich einmal damit und nehme sie dann einmal raus. Und das führe ich fort, bis ich irgendwann ankomme bei BK geschnitten BK plus 1 und BK ohne BK plus 1. So. Ja, zu diesen Mengen, also hierzu, ist nun folgende Menge disjunkt, nämlich BK plus 1 ohne, und jetzt kommt die disjunkte Vereinigung von L gleich 1 bis K über die BL. So, das lässt man jetzt einmal auf sich wirken, aber da steht nichts Besonderes. Ne? Und das ist alles logisch hier aus den disjunkten Mengen gezogen. Joa. Dem geben wir jetzt ein Sternchen. Und dann argumentieren wir das zu Ende. Also die Mengen, Sternchen. Ja, die liegen jetzt natürlich alle in dem Ring, den wir haben. Also liegen alle in R von P. Jetzt ist R von P nach Voraussetzung ja ein Mengenring. Das heißt, sie lassen sich alle als endliche disjunkte Vereinigung von Mengen aus P darstellen, nach Induktionsvoraussetzung. Also IV sagt, sie lassen sich jeweils als endliche disjunkte Vereinigung von Mengen aus dem System P darstellen. Ja, und diese Mengen, die in den disjunkten Vereinigungen vorkommen, das sind die gewünschten Mengen D1 bis Dm. Und das ist quasi der Induktionsbeweis fertig. Ja, daraus folgt also C. Gut, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen noch zeigen, wenn P selbst die Zerlegungseigenschaft hat, dann ist es schon ein Präring. Das wäre jetzt die letzte Geschichte von C nach A. Dazu nehmen wir uns einfach mal A und B in dem Mengensystem P beliebig gewählt. Also irgendwelche Mengen geben wir uns einfach vor. So, jetzt wissen wir, C gilt, das ist ja unsere Voraussetzung, das heißt, wir haben die Zerlegungseigenschaft, das heißt, es existieren disjunkte Mengen C1, Punkt, 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 CL, sodass A, B sind disjunkte Vereinigungen. Ja, und jetzt müssen wir das wieder so ein bisschen vage halten, gewisser C1 bis CL. Also, wir wissen, wir finden solche Mengen, sodass A disjunkte Vereinigung hiervon von gewissen Mengen ist und B disjunkte Vereinigung von gewissen Mengen davon ist. Aber wir wissen nicht genau, welche Mengen. Was wir aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen können, ist, dass die leere Menge dazugehört. Denn wenn wir mit der leeren Menge vereinigen, schmeißen wir weder was weg, noch kriegen wir was dazu, sondern wir lassen einfach alles gleich. Ja, dann könnte ich aber jetzt mal die Differenzmenge bilden. Also A ohne B. Das ist dann ja einfach die disjunkte Vereinigung aller CK, sodass CK eine Teilmenge ist von A ohne B. Weil ne, das Ding gewährt mir ja die Zerlegungseigenschaft und dann kann ich natürlich auch A ohne B, weil das ist ja eine disjunkte Vereinigung gewisser C1 bis CK, als disjunkte Vereinigung irgendwelcher CKs wählen. Das sind nicht unbedingt die gleichen, ne, aber es gibt sie. Ja, und das wiederum heißt sofort, okay, das Ding ist ein Präring, weil das liegt ja dann auch wieder in P. So war es ja gebaut. Ist kein interessanter Beweis in dem Sinne, sondern sehr technisch und relativ lang, muss aber gemacht werden. Das ist auch ganz klar. Daraus folgt dann eben A und damit haben wir den Ring zugemacht. Joa, genau. Jetzt machen wir noch zwei, drei Sachen, bevor der Cut kommt. Und zwar definieren wir uns noch Inhalte und geben ein paar Beispiele dazu. Das ist dann, glaube ich, schöner, als wenn wir jetzt einen Cut machen. Also wir haben jetzt alles zu Präringen. Warum wir das alles machen, sehen wir ganz zum Schluss. Also wir werden hinterher einen Satz bekommen, den werden wir tatsächlich nicht beweisen, weil das ist Arbeit. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, was ich hier erreichen möchte. Das ist, kann man nachlesen, wenn man das möchte. Das ist auch kein schöner Satz in dem Sinne. Und wenn man den beweisen würde, dann würde alles an Theorie eingehen. Und deswegen machen wir hier ein bisschen mehr, als wir müssen. Also wir nehmen uns einen Präring raus. P-Präring. Ja, auf Omega. Ne? Irgendeiner Menge.
Und jetzt definieren wir uns μ von diesem Präring auf die Menge 0 unendlich. Und diese Abbildung heißt Inhalt. Ja, falls folgende Eigenschaft gilt, nämlich falls diese Abbildung additiv ist. Was heißt additiv? Disjunkte Mengen A1 bis AR aus P, dann soll für die gelten, wenn ich A als Vereinigung aller dieser Mengen setze, was ja dann auch wieder ein P ist, ist ja ein Präring, dann muss gelten, dass μ, also der Inhalt von A, die Summe der Inhalte der AR oder der AK ist. Das ist Additivität. Die Formel hier kriegt auch gleich eine Nummer. Wenn wir jetzt den Übergang wagen und wir nehmen uns eine Folge in P und setzen A als die disjunkte Vereinigung von K gleich 1 bis unendlich und es gilt immer noch das hier, dann wäre μ sogar eine Sigma-additive Abbildung. Und dann sind wir, glaube ich, schon beim Bereich des Prämaß. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Da können wir aber auch mal einmal ganz kurz hier reingucken, weil das steht hier bestimmt irgendwo. Genau, dann haben wir ein positives Maß, nicht Prämaß. Das heißt, der Übergang von Inhalt zu positivem Maß, mal abgesehen davon, dass die Grundstruktur hier nicht unbedingt eine Menge ist, sondern ein Maßraum, beziehungsweise eine Sigma-Algebra, der ist relativ nah dran. Also wir sind hier schon wieder sehr nah an der Maßtheorie. Und da wollen wir ja eigentlich auch hin. Wir wollen Integrale konstruieren. Das ist ein klassisches Thema der Maßtheorie. Gut. Also das ist im Wesentlichen ein Inhalt. Jetzt wollen wir mal eine kurze Bemerkung machen, was dieser Inhalt leistet für das, was wir jetzt im Moment haben. Oder was wir damit machen wollen, sagen wir es so. Das ist Bemerkung Nummer 6. Und zwar so ein Inhalt im obigen Sinne. Also im Sinne von 9,1, nimmt stets nur endliche Werte an. Das liegt einfach daran, dass die Mengen hier drin sozusagen nur endlichen Inhalt haben dürfen. Weil hätten sie nicht endlichen Inhalt, dann hätte man hier ein Problem mit der Disjunktheit. Das müsste man sich stets genauer überlegen, aber uns reicht die Idee, beziehungsweise das Wissen darum, dass es nur endliche Werte annimmt. Und dann gibt es noch eine etwas technische Geschichte, die möchte ich jetzt hier gar nicht aufschreiben, die möchte ich nur erwähnen, die steht im Skript. Wenn wir statt, was ich eben gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, wenn wir statt einer Menge eine Sigma-Algebra nehmen und wir definieren auf dieser Menge Sigma, dieser Sigma-Algebra einen Maß, dann erhält man einen Inhalt aus dem Maß, indem man es auf einen gewissen Ring einschränkt, nämlich auf den Ring der messbaren Mengen unter μ. Und Gleichheit dieses Ringes mit der Sigma-Algebra gilt nur dann, wenn der Grundraum der Sigma-Algebra endliches Maß unter μ hat. Das ist tatsächlich eine recht interessante Geschichte. Das steht alles, wie gesagt, nochmal einmal ausführlich im Skript. Muss man natürlich streng genommen auch nachrechnen. Ist aber erstmal nicht ganz so wichtig, weil ich wollte halt nur mal zeigen, die Inhalte haben schon was mit der Maßtheorie zu tun, so wie wir sie nicht hier in dem Videokurs gemacht haben, aber wie sie zumindest im Anhang stehen. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und jetzt wollen wir uns noch zum Abschluss dieses ersten Videos zu dem Thema ein paar Beispiele für Inhalte angucken. Und zwar A, das ist so ein bekanntes, das ist das System Q aller beschränkten Quader im Rn. Falls man sich jetzt im Rn nichts vorstellen kann, nimmt man einfach Rechtecke beschränkte in R2. Das ist ein Präring sogar. Und man erhält das anschauliche Volumen, also den Inhalt, durch Lambda von Q gleich das Produkt J gleich 1 bis N über den Betrag der Intervalllänge IJ, also der J-ten Seitenlänge, wenn man so möchte. Und das ist irgendwo in 0 unendlich. Das kann nicht unendlich werden, weil wir beschränkte Quader haben.
Und das Q ist natürlich irgendwo in dem System drin, also das ist irgend so ein beschränkter Quar. Das ist im Wesentlichen das, was man von Quadern auch erwartet als Volumeninhalt. Also das, was man auch in der Schule lernt, ist genau die ist genau ein Spezialfall dieser Verallgemeinerung hier. Man kann dieses Prinzip noch ein bisschen verallgemeinern. Man nimmt sich zwei Maßräume. Also zwei Grundmengen, Omega 1, Omega 2, zwei Sigma-Algebren, Sigma 1, Sigma 2 und zwei Maße, μ 1, μ 2. Und dann definiert man sich so ein System P durch folgende Konstruktion, eine sogenannte Produktkonstruktion. Wir nehmen die Kreuzprodukte aller Mengen A1, A2, sodass μ 1 von A1 kleiner unendlich ist und μ 2 von A2 kleiner unendlich ist, unter der Voraussetzung, dass A1 in der Sigma-Algebra 1 liegt und A2 in der Sigma-Algebra 2. Das ist dann ein Präring. Das rechnet man relativ zügig nach. Und man kann jetzt einen Inhalt stiften, und zwar folgendermaßen. Man definiert sich μ von A1 kreuz A2, also von irgendeiner Menge. Der Stift macht Dinge. Also von irgendeiner Menge A1 kreuz A2 aus dem P sozusagen. Das ist also jetzt wie eine Abbildung von P auf 0 unendlich. Die definiert man sich einfach als das Produkt der zugehörigen Maße. Und das ist insofern wieder ein Inhalt, als dass man auch sofort sieht, dass es nur endlich ist, weil ja die Einzelteile hier oben endlich waren, weil die ja messbar sind, die Mengen. Und dementsprechend, wenn wir jetzt halt noch dazu sagen, dass das AJ aus Sigma J kommen soll, für J gleich 1, 2, dann ist das eben ein Inhalt. So, das ist alles noch ein bisschen vage. Das wird auch noch ein bisschen vage bleiben. Eigentlich ist dieses Kapitel auch nur gedacht, um mal zu zeigen, was kann man mit diesem Fortsetzungsprinzip anstellen. Das heißt, falls das jetzt eventuell auch nicht so interessant sein sollte oder auch nicht so wirklich, dass ihr denkt, das brauche ich jetzt nicht hundertprozentig, dann ist es für den Kurs eigentlich auch nicht schlimm, wenn es überspringt. Das ist relativ entspannt zu sehen. Gut, dann wäre es das quasi für den ersten Teil. Beim nächsten Mal widmen wir uns dann der Konstruktion von Integralen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwelche Kommentare habt, dann schreibt mir die gerne hier unten drunter. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und sage einfach bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.